Ja, wunderbar, Ralf. Schön, dass wir heute Morgen hier zusammenfinden. Nach einem Wochenende, was mit Sicherheit mit sehr vielen Höhepunkten bestückt gewesen ist bei dir. Ich habe da ja einiges via Facebook verfolgen können. Ich hatte es im Vorfeld ja schon erzählt. Ich baue zurzeit eine Interviewreihe auf und diesbezüglich startet diese immer mit einer Vorstellung. Deshalb möchte ich dich jetzt bitten, in Form eines Elevator Pitch, dich mit deinen Titel, Thesen und Themen mal eben zu präsentieren. Hallo, ich bin Ralf Schmidt und mein Thema ist Spontanität. Ich habe ein Buch geschrieben zum Thema und das heißt, ich bin total spontan, wenn man mir rechtzeitig Bescheid gibt. Das zweite Buch heißt, ich bin total beliebt, es weiß nur keiner. Und meine Überthemen sind Spontanität und Humor. Und wie Michael gerade schon angesagt hat, durfte ich am letzten Wochenende den Convention Chair auf der internationalen DSA Convention geben. Und wir hatten eine gute Zeit in Bonn, 3 Tage. Und jetzt bin ich hier und Michael interviewt mich die nächsten 4,5 Stunden, hat er gesagt. Locker wenigstens. Große Frage zum Thema, mit dem du unterwegs bist. Gab es da mal so eine Initialzündung? Bist du irgendwann mal aufgewacht und hast gesagt, ey, das Leben muss Spaß machen und nur noch mit diesem Ziel gehe ich durchs Leben und das wird mein Motto? Ich hätte so das Glück, im Improbereich der frühen Geburt nenne ich das immer, da ich seit 1993 Improvisationstheater mache. Und Impro gibt es in Deutschland seit 88, also ich war wahnsinnig früh dabei und Impro zieht sich jetzt seit 21 Jahren durch mein Leben. Und es ist immer so meine Basis gewesen, so Improvisationstheater, sowas. Der Laie kennt es wahrscheinlich meistens unter dem Begriff Schillerstraße, so läuft es im Fernsehen, oder freie Schnauze. Es ist eine Theaterform, wo wir auf die Bühne gehen und die Vorgaben vom Publikum uns holen und mit den Vorgaben komplette abendfüllende Programme improvisieren, entweder alleine, zu zweit, zu dritt und nach oben gibt es keine Grenzen. Und das ist so meine Grundlage und auf der Grundlage hat sich dann alles weitere entwickelt, wie Vorträge und Trainings zum Thema Spontanität und Flexibilität und ich moderiere halt eben auch noch. Wie müsste ich mir das dann letzten Endes vorstellen von den Ansätzen her? Ich sag mal, ich habe jetzt aktuell nicht eins deiner Bücher gelesen. Was muss ich in meinem Leben ändern, um dem Folge zu leisten? Sprich, was du an Zielen so vorgibst und an Thesen. Ich habe das Buch zusammen mit einem Kollegen geschrieben von der Steifen Brise, mit Thorsten Voller, und wir haben einen Begriff geprägt. Jetzt guckt man fränkisch durch, das heißt ja. Da, wir haben einen Begriff geprägt, der heißt Navituition. Und Navituition ist eine Mischung aus Navigation und Intuition. Und das ist für mich so der Schlüsselbegriff, zu sagen, mach dir einen Plan, ich finde Pläne gut. Wir beide haben ausgemacht, wir telefonieren heute Morgen um 10, also treffen wir uns um 10 und skypen. Und jeder von uns ist vorbereitet und sitzt in einem Gespräch. Und wir haben nicht gesagt, du spontan, Ralf, hast du Zeit, sondern ist vorbereitet. Aber was im Gespräch passiert, das passiert intuitiv. Und ich sage immer meinen Zuhörern oder meinen Workshop-Teilnehmern, bereitet euch vor, geht vorbereitet zu dem Termin oder zu dem Vortrag. Aber wenn dann was passiert, was außergewöhnlich ist, vertraut eurem Bauch und löst es damit und versucht dann nicht stundenlang euch einen neuen Plan zu überlegen. Ist dann sowas, gerade mit dem Impro-Thema, wie ich nenne es jetzt mal höflich Rampensau, dieses nach vorne preschen schon ewig in dir drin? Hast du schon frühzeitig gemerkt, schon vor dieser Zeit, ja, ich muss irgendwie auf die Bühne? Ich habe mit 15 angefangen, in der Schulband zu spielen und da ging es, glaube ich, los. Ich war zwar nur der Bassist, aber da ging es los. Ich stehe einfach grundsätzlich gerne auf der Bühne. Wenn jetzt in dem Rahmen man sich vorstellt, bei so einem Event, was jetzt gerade hinter dir liegt, GSA, sowas dann mitzusteuern, mitzuführen in diesem Zusammenhang, drückt man dem Ganzen dann auch seine eigene Note mit auf oder fühlt man sich dann doch schon so in einer Position, dass man sagt, puh, erstmal muss ich dem Ganzen erstmal gestanden sein, gewachsen sein? Ich habe dem versucht, sehr meinen Stempel aufzudrücken, weil ich eine eigene Convention wollte. Also sozusagen, ich habe die letzten 2 oder 3 erlebt. Ich bin seit 2011 Mitglied in der GSA und habe geguckt, okay, was läuft gut, was finde ich gut und was möchte ich verändern. Und da ich die Chance hatte, Andreas Buhr hat mich gefragt, ob ich den Convention Chair machen kann, war für mich natürlich so spannend, okay, wie würde ich denn die Convention gestalten? Also was wäre denn mein Gedanke? Und mir lagen zwei Sachen sehr am Herzen. Das eine war das Thema wirklich Netzwerken. Also das ist, dass wir viel uns untereinander austauschen. Was machst du? Was mache ich? Wo können wir uns unterstützen? Wo können wir uns helfen? Ohne primär für mich ans Geschäft zu denken, sozusagen
der ist jetzt spannend, was der macht, und ich denke sofort, wie kann ich den finanziell ausnutzen, in Anführungszeichen, sondern eher zu gucken, ich bin ja so ein Fan von Nachhaltigkeit, vielleicht in 5 oder 10 Jahren passiert was Spannendes mit dieser Person. Und das Zweite, was mir ganz wichtig war, war sozusagen da eine klarere Struktur oder Dramaturgie reinzubringen. Nämlich zu sagen, wir reihen es wie eine Tagung aneinander, sondern es war wirklich, wir haben eine 48-Stunden-Show gebaut. Also auch so ein bisschen Storytelling, ja, und Impro und alles kombiniert. Impro weniger, also es war jetzt keine Impro-Show dabei, aber bei mir ist Impro immer so die Basis und der Grundgedanke, was immer mitspielt, was, glaube ich, alle auch merken, dass ich viel schon auch schreibe und mir überlege, wo kann es hingehen, aber es gab immer wieder besondere Momente, wo du dann auf das Impro-Talent zurückgreifst. Jetzt siehst du ja viele in deinem Umfeld, ob jetzt GSA als auch in Coachings oder Moderation, mit denen du unterwegs bist, die, sag ich mal, mit anderen Titeln und Thesen unterwegs sind. Mhm. Wo siehst du diese Unterscheidung? Wo würdest du sagen, okay, das würde denen alle noch gut tun im Zusammenhang mit den Thesen, mit denen du unterwegs bist? Ich glaube, was manchmal helfen würde, ist die Lockerheit auf der Bühne. Also das ist so mein Thema, zu sagen, ich gehe auf die Bühne, ich bereite eine Speech vor, ich bereite meinen Workshop vor und gucke dann aber, was passiert und wie ist das Publikum drauf. Das ist, glaube ich, wo ich meinen Kollegen helfen kann und sagen kann, da könnt ihr von mir lernen und wo kann ich von euch lernen. Also das war so, was ich denen mitgebe, sage. Es gibt einen Satz von Ruth Cohn, der laut ist, eine Psychologin. Ich hätte mal gesagt, jeder Plan muss falsch sein, da nie alle Faktoren bekannt sein können. Und so gehe ich bin ich in die Veranstaltung auch reingegangen. Also ich war ja, tagsüber habe ich moderiert, wenn du jetzt GSA konkret nimmst. Und abends war ich hinter der Bühne sozusagen Ablaufregie und habe unsere wunderbare Kollegin Denise Maurer unterstützt, die moderiert hat abends. Und hatte nur in ihr, hatte die Technik im Ohr und hatte Headset und war mit allen verbunden. Und Matthias, ein Kollege von mir, und Mirjam, meine Projektleiterin, waren da und haben den Galaabend gesehen und sagten, es lief doch alles Bombe, Ralf, war doch alles total locker, und weil keiner mitkriegt, was im Hintergrund alles für Chaos ist. Und das ist nicht so ein geiles Kompliment, dass hinten bist du wie verrückt am Rödeln und gucken, dass alles perfekt funktioniert und vorne kriegt es keiner mit, und das muss man, glaube ich, erst lernen. Ja, aber das ist letztendlich auch das Selbstkritische, mit dem man dann unterwegs ist, weil irgendwo setzt man seine Messlatte ja auch ziemlich weit nach oben. Und ich habe mal ein tolles Beispiel gehört, da hatten sie in der Uni einen Fall nachgespielt. Die Uni war schon, der Vorlesungsraum war schon voll. Und jetzt kam am Schluss aber noch ein Student, der sich ein bisschen trottelig anstellte, mit viel Lärm da reinkam und. Und am Schluss hat dann der Prof nachgefragt, ob denn den anderen alle was aufgefallen wäre. Und alle waren überlegen und es ist keinem wirklich was aufgefallen, weil was war, den haben sie noch zusätzlich präpariert, als wenn der morgens beim Frühstück sich sein Frühstücksei übers Hemd gekippt hätte. So sah der aus. Aber es ist keinem aufgefallen, nur denjenigen selber. Also klassische Thema. Wie sieht denn so eine normale Woche bei dir aus? Heißt das, von Moderation springt der Richtung Speaker, Richtung Buchschreiben, Richtung, gibt es aktuelle Projekte? Kannst du da noch mal ein bisschen was von erzählen? Eine Woche sieht aus, dass ich meine Kinder in den Kindergarten und in die Schule bringe, wenn ich zu Hause bin in Hamburg. Und dann gehe mit dir ab und an Interviews oder wirklich Konzepte überlegen. Der heutige Tag sieht noch aus. Ich habe gleich noch eine Telefonkonferenz wegen der Moderation, die ich nächste Woche habe. Dann habe ich ein Meeting mit einer Agentur wegen einer Roadshow, die ich mache. Das sind so die Dinge. Also du planst einfach ganz viele Projekte. Du sitzt sehr viel zu Hause und überlegst dir, oder sitzt im Büro und überlegst dir und planst. Ich habe so 2 Büros. Ich habe eins in Hamburg und ein Homeoffice. Es kommt mir darauf an, wie viel ich zu tun habe, wo es gerade kommt. Und dann bin ich... Ich habe noch ein 3. Büro, das ist die Deutsche Bahn. Zweite Klasse Deutsche Bahn findest du nicht ganz oft. Ich bin Bahnfan, ich bin bekennender Bahnfan, ich stehe. Ja, ich sag mal, es ist ja auch vieles einfacher und gerade hat man in der Zeit dann ja auch die Möglichkeit, wenn die Anbindungen alle da sind, auch noch ein bisschen was zu tun, zu lesen, die Zeit zu nutzen und nicht nur einfach stumpf im Auto zu sitzen. Also normalerweise so 2 Auftritte pro Woche, 2 bis 3, und der Rest ist Orga. Gibt es ein nachhaltiges Ziel, weil du ja auch vorhin so von Nachhaltigkeit sprachst, hast du für dich so eine Planung, dass du sagst, mein Ziel ist jetzt die aktuellen Themen, vielleicht nochmal wieder ein Buch zwischendurch und dies und jenes, aber in 5 Jahren möchte ich mich gerne dort sehen?
Ja, also ich glaube, klarer aufzustellen, noch eine klarere Struktur reinzukriegen, weil ich komme ja eben von dieser deutschen Impro-Welt, ist ja wirklich so Bühne und Impro und das immer noch mehr Klarheit reinzukriegen. Also sozusagen, Ralf Schmidt ist Unternehmer, Autor und Speaker und Moderation sind so meine Themen. Also das alles zu verbinden, weil Kunden immer diese Kombination schätzen. Und Unternehmer ist, ich mache ja seit 2003 mit meinem Freund zusammen die Impro-Hotels. Ich weiß nicht, ob du das Projekt kennst, so wie wir nach Mallorca und nach Korfu fliegen im Sommer mit 40 bis 150, also es fing ganz klein an mit 20 Schauspielern und jetzt sind es immer 150 Schauspieler aus der ganzen Welt und machen immer so wochenweise ein Impro-Beach-Festival, wo du den ganzen Tag Ja, cool. Workshops hast und abends machst du Party und tagsüber wieder Workshops und dann immer 8 Trainer aus der ganzen Welt dabei, Deutsch, Englisch, und das ist auch so ein Projekt, was mir sehr am Herzen liegt. Also ich spüre schon, im Endeffekt geht es hier auch sehr stark darum, dass die Leute diese innere Lockerheit auch dauernd behalten, weil letzten Endes Leben ist zu kurz, um immer geradlinig und in einer bestimmten kopfgesteuerten Planung durchzugehen, sondern viele auch auf Bauchgefühl zu entscheiden und das in Kombination zu bringen. Genau. Ja, sehr schön. Familie scheint dir dann ja auch sehr am Herzen zu liegen, gerade wo man, denke ich mal, dann ja auch viel aus dem Koffer lebt, mit dem Koffer lebt. Ja, das ist so der Rückhalt. Also ich habe es auf der GSA-Convention wieder gemerkt, dass natürlich alles immer grundsätzlich toll ist und alles awesome und fabulous und great. Und unser erster wirklicher, wir hatten so einen Überraschungsgast, das war Dr. Pater Ziegler, ein alter Jesuitenpater, und der brachte das total auf den Punkt sozusagen. Dein Applaus ist nur geliehen. Wenn du von der Bühne runter bist, ist alles wieder weg. Und in der Zeit gab es gerade einen wahnsinnig geilen, ich entschuldige mal kurz, das ist einer der letzten Zeit, gab es einen wahnsinnig geilen Artikel über Kaiser und so, wer war denn das? Ja, super, jetzt habe ich hier Schmidt. Jürgens, Udo Jürgens, und der hat einen wunderbar genialen Satz gesagt. Ich suche den mal schnell aus. Kein Thema, ich renne hier weg. Ja. Das war so ein Glücksmoment, also stell dir die Frage. Was ist dein Augenblick, in dem du dich auch selbst überschätzt? Wenn du auf der Bühne gewinnen willst, musst du denken, du bist die Erdachse. Du musst das Gefühl haben, die Erde dreht sich jetzt an einer Achse, die du bestimmst, solange du hier stehst. Und all die vielen Milliarden Menschen, die das nicht miterleben können, die sind arm dran. Aber du musst wissen, wenn es vorbei ist, bist du so genauso schnell wieder unten und noch tiefer. Du gehst aus dem Theater raus, vielleicht durch einen Hinterhof, wo kein Mensch ist, oder es kommt dir irgendeiner entgegen, der dich nicht kennt, und du bist gar nichts mehr. Und jetzt kommt der geniale Satz: Dieser Beruf lebt von der Erinnerung. Und Ja, und deswegen ist ja auch das Schöne, wie ich gerade sagte, dieses Zusammenspiel mit der Familie, sich da dann zwischendurch wieder zu erden und zu sagen, klar, macht das Spaß, einmal diesen Flow mitzunehmen, auch mal dieses nach oben, aber letzten Endes ist irgendwann mal alles wieder vorbei und der normale Alltagswahnsinn herrscht dann doch wieder und dann weiß man diese Dinge wieder anders zu schätzen. diesen Satz so genial. Unser Beruf lebt von der Erinnerung, weil wir ja nichts Konkretes wie zum Beispiel ein Auto produzieren, sondern wir produzieren ja Momente, Gefühle, Inspirationen, Impulse. Ja, und deswegen denke ich mal, ist das Ganze ja auch alles sehr schnelllebig, ne? Also ich sag mal so, wenn man ein paar Tage unterwegs ist, hat man dieses Zeitgefühl überhaupt noch so wirklich? Jetzt so auch GSA als Beispiel, das sind ja ein paar Tage gewesen. Das geht dann ja auch so klassisch wie so die zweite Urlaubswoche. Dann macht das fuff, 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 fuff mit seinen Höhepunkten und dann war es das wieder. Genau. Was gab es noch für schöne Highlights auf der GSA, die du so noch berichten könntest, darfst, möchtest? William Wanker, wir hatten einen Top-Speaker aus Amerika, William Wanker, aber da werden in nächster Zeit auch noch Videos von diesem Mann gepostet. Das war noch ein Cool. Highlight. Wir haben so kurze, kleine Videos von William Wanker. Freut euch auf den, ich tue es euch jetzt mal, das wird noch. Die gehen, glaube ich, nächste Woche los, dann sind die geschnitten. Er hat mir noch Tipps gegeben, wie man richtig erfolgreich wird. Wenn du jetzt so Impro mal betrachtest und die Zeit, wo ich angefangen habe, war es ja auch die Zeit, wo selbst noch nicht mal das Internet wirklich groß da war.
Wie siehst du den Verlauf heute, auch diese Notwendigkeit, all diese Wege dort und Kanäle mit bedienen zu dürfen oder zu müssen? Ist das mehr so ein Fluch oder eher ein Segen? Das war ja oder ein Thema gerade, Speaking 3.0. Gute Frage. Ich bin da ambivalent. Also Zeit hält man nicht auf, das ist so meine Meinung, also geh mit. Es gibt ja diesen, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Also darum stellt sich diese Frage nicht, ob es Fluch ist, sondern es ist einfach da. Es gibt aus dem Moderationskontext einen Satz, der heißt, wenn du auf der Bühne bist, rückwärts denken macht Fehler. Also wenn ich moderiere und mir passiert irgendwas, ich denke mir, ach scheiße, bin ich raus aus dem Moderieren. Zu gucken, was helfen mir denn die neuen Medien, da bin ich gerade am gucken. Also es ist wahnsinnig viel, das wollte ich auch mit der GS, also mit der Convention so ein bisschen zeigen. Das ist am Anfang, hatte ich auch so einen Moment, wo alle total verwirrt waren. Und ich wollte auch diese Verwirrung zeigen, weil ich auch selber verwirrt bin. Es kommt wieder mit einer neuen App um die Gegend und dann musst du das machen und dann musst du das machen. Jetzt musst du Online-Education machen und damit Geld verdienen. Und gibt es denn schon einen Speaker, der nur online ist? Habe ich dann irgendwann mal die Frage gestellt. Ich bin da noch verwirrt, versucht es zu entzerren. Es gibt 500 Propheten, die sagen, so geht's. 2000 Facebook-Klicks am Tag mehr. Also, ich weiß nicht, ob es was bringt, ob ich in Indien kaufe oder mal. Ja, ich sag mal, das ist immer die Frage, die du oder dieser Punkt, den du vorhin ja schon sagtest. Was möchte man nachhaltig? Welche Spuren möchte man nachhaltig wie hinterlassen und so, dass man auch selber dafür noch die Hoheit hat und selbst das Ganze mitsteuern kann? Und das kann ich nur dann, wenn ich eine gezielte Basis irgendwo habe. Wir machen es heute sehr stark aus dem Bereich des Unternehmens oder am Blogbereichs, wo wir sagen, schreiben, 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 Video, 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 auf der Basis von einer Stelle und dann in die verschiedenen Kanäle raus und dadurch vorab natürlich auch mal schauen, gibt es überhaupt eine klare Zielgruppe, die man ansteuert? Wie muss man die ansprechen? Wo sind die unterwegs? Und dann ist manchmal auch eher weniger mehr als dauerhafte Posts, weil die kriegt man irgendwann mal eh nicht mehr mit. Und selbst dort ändert sich ja auch vieles rein technisch. Mein Ding ist, also was ich da sage, ist sozusagen ein bisschen, wie erzähle ich meine Offline-Story online weiter? Und wie erzähle ich online weiter, offline weiter, was ich online erzähle? Und dann ist für mich so diesen abgehalfterten Begriff Content, zu gucken, wie präsentiere ich Ralf im Netz? Und ich glaube, das sollte sich jeder für sich überlegen, wie möchte er im Netz präsent sein? Ja. Das ist, glaube ich, nur, wie viel du dann wieder reingibst, da habe ich... Ich versuche für mich einmal die Woche einen Post zu machen. Ja, maximal zweimal. Das ist meine Meinung dazu. Gerade war es mehr. Das kann so rund gehen. Wenn man jetzt dementsprechend von dir noch im Nachgang noch mehr erfahren möchte, wo findet man dich im Netz? Sprich Facebook, hast du einen YouTube-Kanal? Was machst du aktuell schon, wo man dich noch ein bisschen tiefer ergründen könnte? Meine Webseite www.schmidtralf.de. Schmidt mit TT und Ralf mit F. Oder du googelst einfach Ralf mit F und Schmidt mit TT, dann bin ich der Erste. Und von da aus geht alles, also da ist mein Blog unter Spontan, da sind meine Facebook-Links, Xing-Links, YouTube-Links, Video-Links, Twitter muss ich jetzt noch einbauen. Also da geht's dann in meine Ralf-Welt und dann findest du Videos und Online-Education und alles, was du möchtest. Bücher, aktuelle Events? Findest du Events nicht. Ich poste keine aktuellen Events, weil ich viel intern bei Firmen bin. Okay. Gibt es denn auch noch offene oder irgendwas, wo du impromäßig noch mit unterwegs bist, wo man dich sehen könnte? Da gibt es die Impro-Hotels. Die sind nächstes Jahr. Wir haben immer im Frühjahr so, dass wir warten aufs Impro-Hotel, unser Warm-up. Das ist ein Wochenende ein Festival. Und dann gibt es im Sommer die großen Impro-Hotels, wo wir immer zwischen 50, 60 Leute sind auf Korfu oder Mallorca und eine Woche zusammenarbeiten. Für alle, also von Anfängern noch nie was von Impro gehört, bis Leute, die es hauptberuflich machen, die sind dann in der Masterclass, die separieren wir ein bisschen, kann da alles mit. Du findest Impro-Hotel bei Facebook, da kannst du dir auch Videos und alles angucken oder mich fragen, wenn du was wissen willst. Sehr schön. Sehr gerne. Ja, dann kann ich auf dem Weg nur sagen, wünsche ich dir in erster Linie Gesundheit, viel Spaß mit der Familie und weiterhin die humorvollen, nachhaltigen Gedanken und den Werdegang, so wie dir es wünscht. Sehr gerne. Alles klar. Ralf, ich danke dir für die Zeit und frohes Schaffen noch. Danke, Michael. Ciao.